Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Attack of the Saucer Man. Heute am 12. Februar um 6.44 Uhr vormittags. Wir versuchen ja anscheinend immer noch so ein bisschen den Big Bobberle. Irgendwie kommt mir das Spiel voll laut vor, ne? Richtig, richtig unangenehm. Dem Big Bobber hier so ein wenig das Handwerk die Leine zu legen und dementsprechend gilt es natürlich weiterhin abgefuckte Sachen zu machen. Ich habe mir jetzt mittlerweile durch den Schnitt ein wenig die Story wieder genoren. Das, was ihr natürlich selbstverständlich schon wusstet, vor allem wenn ihr diese Videos hier am Stück schaut. Ich hatte ja ein, zwei Monate Pause gemacht, hatte mich ja direkt wieder getriggert, ey. Aber ey, was war das jetzt, das dritte oder das vierte Mal, dass ich da, okay, erst richtig heftigen Schaden erlitten habe, bin ich gerade auf den raufgelatscht, ja, ne? Holy shit, ey. Ah, genau so war diese Geschichte. Da wurde ich ja auch einmal unglücklich im Sprungileini erwischt. Genau, also ich weiß jetzt Bescheid. Ich bleib trotzdem bei meiner Meinung, dass das natürlich nur LOL. Semi, immer noch semi viel Sinn macht, Zeitreisen und so weiter. Ja, geil, oder? Dass die sich da jetzt umgebracht haben. Aber ja, es gibt ja auch kein Bonuslevel mehr. Das Einzige, was die mir halt wirklich bringen können, ist schätzungsweise das ein oder andere Medikit. Und ein bisschen Granaten, aber ja, brauche ich nicht, ne? Von daher. Checkpoint, ihr wisst, was das heißt. Ein legitimer Speicherpunkt darf her. So tat er jenes und mal schauen, was hier passiert. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Waren wir nicht schon mal? Hat der mich nicht irgendwie getötet oder so? Aber wieso habe ich denn. Alter, ja, ich habe keine Munition mehr. Ja, ne? Wieso. Habe ich denn da nicht gespeichert? Ganz, ganz komisch. Ich verstehe das wirklich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass, wie gesagt, die Munitions-Dingsi-Bumsis, die sind vielleicht ein wenig voneinander abhängig. Sprich, wenn ich eine starke Waffe einsetze, wird die Munition der anderen Waffen hart geschwächt. Und wenn ich was Leichtes einsetze, dann wird sie halt weniger stark beansprucht. So oder so ähnlich. Jetzt sind wir tatsächlich auf der anderen Seite, ne? Mhm. Fraglich ist nur, ob, ob ich jetzt hier reingehen soll? Ich... what the fuck? Okay. Spontaner Magier. Okay, das zieht gar nicht so viel ab, aber... trotzdem, alleine, dass du es überhaupt gewagt hast, ist schon richtig krass. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Ich würde sagen... genau, guck mal hier. Wenn du einem Löchileine nicht vertraust, wieso solltest du dann den anderen vertrauen? Und nee, das scheint doch woanders zu sein. Wenn es jetzt... oh nein, nicht deine... wow. Wirklich? Wirklich? War das nötig? War das wirklich nötig? Kommt schon, Leute, das... also, das hat man ja jetzt nun wirklich nicht gesehen, oder? Ich versuch's jetzt mal hier mit den normalen Wäfchen. Schließlich habe ich ja auch... Nee, du da... Medikits und so weiter, aber das ist ja... das hat überhaupt nichts gebracht? Überhaupt nichts gebracht. Das war jetzt in keinster Weise sparsam oder so. Ganz im Gegenteil. Das hat ja noch weniger gebracht hier. Gut, da weiß ich jetzt auch nicht, wie viele Schüssi-Linies getroffen haben. Wartet ihr absichtlich? Das ist aber nett von euch hier. Das ist wirklich, wirklich nett. Da sind sie anscheinend gerade ein wenig verbaggert. Gut, dann machen wir taktisches Warten. Habe ich von Call of Duty-Leuten gelernt. Und wo sind sie jetzt? Ja, ich glaube, die haben da wirklich so ein paar Probleme gerade. Da haben sie die Praktikanti-Linies an Steuer gelegt. Gut, gut für mich. Kann ich hier ein wenig das Munitions-Dingsi-Linies endlich nutzen. Den werde ich mir, glaube ich, noch ein bisschen sparen. Ja, oder? Ja, doch, kann ich jetzt nehmen. Und dann die mir hier so ein bisschen einsam. Ja, wirklich ohne Scheiß. Erst gibt ihr mir gar nichts. Und dann kriege ich hier viel zu viel, oder was? Oh nein, nicht runterfallen. Stab ihn dir. Stab ihn dir! Alter. Noch näher kann ich dann nur wirklich nicht. Oh shit, ich hab ihn. Ich hab ihn vergessen. Hallo, hallo. Was ist los mit dir, hä? Jetzt doch ein bisschen mehr aufmucken hier, oder was? Vor allem der Wichser geht auch noch. Hallo. Durch die Wände. Ja, wirklich, was ist das?
Ich verstehe den Holocaust-Scheiß nicht. Ich verstehe ihn wirklich null. Das mag mir doch echt mal jemand erklären, wie das hier auf einmal mit der Munition so eskaliert ist. Ich habe fast so das Gefühl, als wäre das irgendwie eine Strafe dafür, dass ich ständig hier cheate. Aber das dürfte das Spiel eigentlich gar nicht mitkriegen. Jetzt habe ich hier keine Medikits mehr. Ich dachte, ich hätte noch welche übrig. Das war auf jeden Fall, wie man gesehen hat, total für den Arsch, ne? Das hat vorhin definitiv besser geklappt. Ist da ein Loch? Ja, ne? Das, ey, das sieht man wirklich so schwer. Das, ey, ich bin gesprungen. Ein Leben gebe ich dir, okay? Ich habe auch gefühlt jetzt, glaube ich, wieder mehr Munition, oder? Aber wenn das jetzt wieder passiert, dann lade ich definitiv. Weil diese Kämpfe waren mir zu bullshitterig. Da habe ich wirklich keinen Bock mehr drauf. Okay, das war, ja. Dieses Förderband da, dieses lilane und schwarze, da konnte ich gerade den Abstand anscheinend nicht richtig antizipieren. Okay, machen wir es nochmal. Vielleicht mit ein wenig mehr. Ja, ist okay, würde ich sagen. Wenn der Schuss jetzt auch so gut reinböllert, würde ich sagen, hat sich das. Ja, und jetzt hier noch ein bisschen. Oh, warte. So, ja. Und dann gebe ich dir eine damit. Ich glaube, das war halbwegs okay, weil wir jetzt hier auch wieder so ein bisschen Schisse kriegen. Ist da ein Loch? Nee, da war noch kein Loch, alles klar. Aber ein Kollege fehlt ja noch, genau. Aufladen und zack. Sehr, sehr gut. Ja, das war um einiges besser. Der rennt erstmal. Oh, das ist aber eine flinke Abo-Leiche. Das ist eine von denen, die so tut, als wäre sie ein richtiger Abonnent. Aber ich entlarve euch alle. Kapisch? Da kenne ich nix. So, kenne ich die Jump'n'Run-Prinzipien, wollte ich gerade fragen. Was macht denn das Medikit hier? Ist das respawned? Und wie man gesehen hat, nein, aber ja, was soll ich sagen? Ich bin gesprungen, ne? Mehr kann ich nicht sagen, wenn ich vor Gericht stehe. Herr Richter, ich bin definitiv gesprungen. Da dachte ich jetzt auch wieder stellenweise, das wäre zu zeitlich. Oh, hatte wirklich. Oh, ey, ohne Spaß und ein letztes Mal noch. Und na klar, Holocaust vor dem Checkpoint. Nee, wie gesagt, mit einem Leben kann ich leben. Mit einem Leben weniger kann ich leben. Klingt komisch, ist aber so. Kann auch nur von einer Katze stammen, der Spruch, würde ich sagen. Aber also heftig muss er die gar nicht aufladen, ne? Zwei Leben halte ich dann doch wieder für ein wenig zu viel. Keine Ahnung, wieso der Auschwitze jetzt noch lebt. Ich war da eigentlich deutlich mit meinen Ansagen. Und jetzt kommt er noch von hinten. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Der eine stirbt nach einem Hieb, der andere nach drei oder wie oder was. Wollt ihr mir sagen, dass ich das nicht richtig aufgeladen habe oder was? Also, das sind auch wirklich schöne Gegner, die sie sich hier, guck, für die letzten Level noch zur Seite gelegt haben. Einst, oh, da hat er mir einen Headshot gegeben, weil ich quasi direkt vor seiner Visage war. Einst bei der Dino-Abteilung, wo der ja als erstes kam, dachte ich, das wäre irgendwie ein eigenständiger Charakter. Und meiner Meinung nach hätten sie es dabei belassen sollen. So, wo ist jetzt hier mein anderer Kollege? Ich hab alles für dich bereit. Muss ich den jetzt aufsprengen? Ernsthaft? Kann ich irgendwie nicht glauben. Komm raus, du Dämpf. Alter, der hat die Fotze, die hängt. Ja, komm runter jetzt. Zum 100. Mal. Guck, wie einfach das doch gehen kann, wenn sich alle Parteien minimal an die Regeln halten. Ist ein Satz, den man auch wahrscheinlich noch nie so in Deutschland und generell in der Politik gehört hat. Denn selbstverständlich gibt es da Regeln, aber diese Regeln, das, ja, sind eher Empfehlungen, würde ich sagen, ja. Und Regeln, die eingehalten werden,
sind Regeln, die von den Leuten gemacht werden, die sie einhalten. Deswegen halten sie sich so gerne daran, weil sie sie selber ins Leben gerufen haben. Sorry Leute, ich bin wieder gesprungen. Ich bin doch wieder gesprungen. Okay, wenn wir jetzt verkacken, dann werde ich es noch einmal komplett machen und hier dann ein Safe State machen, okay? Ich denke, ich habe mich da genug bewiesen. Komm, der letzte jetzt. Der letzte. Nee. Mhm. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das nicht absichtlich ist. Genau das wollen sie damit bezwecken. Das ist so lächerlich. Oh, der saß anscheinend wieder nicht. Aber ich habe auch keinen. What the fuck? Keinen großartigen Schaden genommen, okay. Das ist ein Highlight. Guck mal. Wir müssen doch die Kisten nicht aufmachen, oder? Den Wichser kriegen wir auch so rum. Ja. Naja, okay, das war kernbehindert. Komm, hier. Jawohl. Shotgun regelt auch. Warte mal, es waren zwei, ne? Genau. Da nehmen wir doch eher, dass es. Ich glaube, das ist minimal kleiner. Ist aber auch natürlich egal bei dieser Situation hier. Also jetzt nochmal alles schön sneaky einsammeln. Und was ist das nochmal? Energielaser. Für den Fall, dass wir den anderen nicht eingesammelt haben oder was. Okay. So. Nun ist es beschlossen. Nun. Was war das denn? Oh, okay, war meine Katze. Die da gerade aufs Bett gesprungen ist. Ja, die denkt sich auch so, oh geil, der hat jetzt endlich ein Safe State gemacht, jetzt muss ich mir die Scheiße nicht wieder gönnen. Die Schießscheiße, ja, dafür darfst du dir jetzt anscheinend das noch einige Male gönnen. Jetzt sind wir wieder in dieser Situation, dass ich es nicht schaffe, drei Sätze am Stück zu reden, ohne den Emulator schließen und öffnen zu müssen. Ach, was vermisse ich die Zeiten, wo ich am laufenden Band Let's Playen konnte. Oh, okay. So, jetzt hier, guck mal, es geht ja auch so ein bisschen nach unten, ne? Das ist so eine Wölbung, so ein kleiner Bergi. Die Frage ist, machen wir hier jetzt noch einen? Och, die Waffe ist auch komplett für den Arsch. Ja, oder? Los. Das muss definitiv sein. Den haben wir uns auch redlich verdient. So, kann ich jetzt endlich mal wieder so ein bisschen Boden unter den Füßen behalten? Was ist das denn? Da ist jemand drin, ne? Ich dachte, das wäre eine lebendige Mülltonne. Die bewegen sich auf mich zu, okay. Interessant. Ich traue denen keinen Zentimeter, muss ich sagen. Das sind bestimmt irgendwelche Insta-Death-Spastis. Kann ich da... Nee, ich würde gern auf die... Nee, ich kann da nicht rauf, okay. Sieht aber so aus, als wenn ich... Na gut, dann kann ich da halt nicht hochspringen. Aber die Kisten hier... Die bewegen sich auch, ne? Das heißt, da wird da auch nichts drin sein. Wollen wir da runter? Schätzungsweise, da wird doch ein Schalter bewacht oder so. Huh? Okay, ja. Oh, ja. Das war eine Falle. Aus vielerlei Hinsicht, da leckt sogar das Spiel. Da steppt der Bär. Gut, ja. Die Frage ist, wie gesagt, warum man tatsächlich diese Netz noch einsammeln sollte. Wenn sie... Wo ist denn meine normale Waffe? Ey, das kann auch echt belastend sein, so viele Waffen zu haben, ne? Hallo? Da. Okay. Nee, ich hab sie an dem Design nicht erkannt. Da bin ich ein, zwei Mal rübergedödelt. Rübergescrollert. Yo. Da möchte auch jemand so ein bisschen Sendezeit kriegen. Liebes Bombe. Ja, ich habe noch so viele interessante Granaten. Teilweise. Wenn ich sterbe, habe ich sie natürlich nicht. Die hätten wir natürlich, upsi-pupsi, auch an der einen oder anderen Stelle einsammeln können. Ja, du bist dir sicher, dass das reicht? Habe ich gerade Sturzschaden genommen? Bin mir nicht sicher. Dürfte aber eigentlich nicht. Okay, versuchen wir es nochmal. Nee. Ich glaube so 0,0005%, oder? Vielleicht muss ich auch den Schwung... Vielleicht. Warte mal. Das geht es nicht so? Nee. Wow. Ja, das ist schon wieder so ein Ding. Da bereut man es, dass man es überhaupt gemacht hat. Oder wobei, warte mal. Ich glaube, das hier ist ein bisschen tiefer, oder? Das sah erstmal gar nicht so schlecht aus. Jetzt.
Ja, der, den habe ich gefühlt. Der war definitiv besser. Tja. Und jetzt? 8 fehlen laut dem Spiel. Ach so, da geht es weiter. Dort werden sie hintransportiert. Ja, ne, wir sind ja wie gesagt jetzt irgendwie in der, am Anfang des Spiels quasi, weil wir ja in der Zeit zurückgereist sind. Das heißt, hier fängt der Scheiß an. Hier sind die schönen Waffen. Was habe ich gerade gesagt? Wachen, nicht Waffen. Die wir so mehr oder weniger getroffen haben. Oh, oh. Ja, ich sag ja, die explodieren. Aber zum Glück nicht so gewalttätig wie vermutet. Die Frage ist, wollen wir da jetzt runter? Ach, scheiß drauf, machen wir, oder? Ja, definitiv. So ein bisschen Action. Ein bisschen den krassen Allahu Akbar Shit ohne Munition. Ja, lass sie einfach hochgehen, oder? Jetzt. Oder? Hat der Schiss? Der verarscht mich. Was hat denn... Ist irgendwie hinter mir was explodiert, ne? Wow. Ja, wie gesagt, ich... Ups, so ein Geist. Es ist ein Stealth-Net. Ich bleib dabei. Das Spiel ist trotzdem atmosphärisch, ideentechnisch ist das immer noch... Seit der ersten Minute an hat sich da nicht viel geändert. Also ich finde das immer noch richtig, richtig interessant, richtig schön. Aber ja, wenn man jetzt nicht Let's Player wäre und nur Zuschauer wäre, dann wäre natürlich schon längst der Moment gekommen, wo ich mir gedacht hätte, schaue ich mir bei YouTube an. Dann wiederum, nee, also ich finde, das ist auch immer noch ein Unterschied. Ob man das selber spielt oder jemandem zuschaut. Auch bei Let's Plays. Es gab auch schon Let's Plays, wo ich mir dachte, ja, ich mag das jetzt trotzdem mal spielen. Weil du einfach dann, nur dann, wenn du das selber spielst, die hundertprozentige Kontrolle hast. Vielleicht gibt es ja so den einen Berg oder die eine Kiste, die du unbedingt nochmal observieren wolltest, aber der Let's Player, der Typ in dem Video, hat es nicht gemacht und das hat dich vertraulich gemacht und so weiter. Ich versuche natürlich immer alles so ein bisschen, also das, was potenziell interessant sein könnte, euch natürlich zu zeigen, aber vielleicht habe selbst ich ja irgendwas auf irgendwas nicht geachtet. Beispielsweise, was mir beim Kontrollieren aufgefallen ist. Also ich habe schon die ersten ein, zwei Folgen jetzt kontrolliert von den neuen Folgen und als wir bei diesem Raumhafen waren, da hatte man das war ja so ein galaktisch offenes Gebiet und da hatte man so einen Planeten gesehen und so einen kleinen, der um den Planeten gekreist ist, also quasi vielleicht seine persönliche Sonne. Und das fand ich voll schön als Zuschauer und das hat mich dann geärgert, dass ich es beim Spielen, beim Let's Playen gar nicht mitbekommen habe. Deswegen habe ich das euch jetzt hier nochmal gesagt. Und ich werde euch wahrscheinlich auch in den kommenden Folgen noch einiges zu erzählen haben. Von daher bleibt doch bitte dran. Und leistet mir weiterhin auf dieser erfreulich, kackschwer beschissenen Reise Gesellschaft. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.